Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und ihr habt's geschafft. Ihr habt die 30 Likes auf dem letzten Video, ich glaube sogar am ersten Tag geschafft. Also es war echt gar keine Hürde für euch. Und deswegen gibt's jetzt dieses Video mit der meiner Meinung nach Nummer 1 der Peitschen. Und als ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass ich euch ja schon mal eine Peitsche vorgestellt habe. Und zwar das Urumi. Und bei dem Urumi war ja das Geile, dass ihr von hinten schießen konntet. Ach nein! Stimmt, der Blitzbock! Der Blitzbock, Leute! Wer erinnert sich an den Blitzbock? Also, wer dazu mehr wissen will, gerne mal das Video hier oben in der Infocard abchecken oder unten in der Videobeschreibung. Da habe ich euch den Blitzbock und das Urumi vorgestellt. Hat ein bisschen wenig mit Peitschen zu tun. Aber diese Weaponart gibt es halt auf der Peitsche. Aber unabhängig davon konnte ich mich nicht so ganz entscheiden, ob es der Kerzenleuchter ist, der Feuerkerzenleuchter oder der Haarzopf vom Riesen. Haarzopf, und letztendlich ist es nicht der Haarzopf geworden, weil der Haarzopf hat einen ganz krassen Nachteil. Also der haut schon gut Schaden rein und das ist schon ganz geil. 2000, versteht mich nicht falsch. Aber der Kerzenleuchter, ich zeige euch das einmal bevor, also ich kann es gar nicht so gut erklären, ich denke es einmal zu sehen, zeigt, wieso es letztendlich der Kerzenleuchter ist und wieso der Kerzenleuchter die beste Peitsche ist. Schaut euch einfach das an. Aufpassen, dass ich nicht sterbe. Scheiß Riese ist heute ganz schön agil. Falls ihr euch wundert, wieso der so viel Schaden macht, das ist NG plus 8. Der ist gegen die Wand gelaufen. Also seht, ne, der Feuerschaden. Einfach diese Lava auf dem Boden ist einfach insane. Insane, insane. Weg mit dir. Die normalen Attacken, versteht mich nicht falsch, die normalen Attacken sind Trash. Und die normalen Attacken kommen auch mit der Blutung nicht an die Dornpeitschen ran. Aber diese Lava auf dem Boden ist natürlich mega, mega satisfying. Das Ganze könnt ihr natürlich auch noch mit Buffs verstärken. Wie immer, Flamme gibt mir Kraft, goldener Spur und die Arznei rein. Und dann haut der Schaden auch nochmal ein bisschen mehr rein. Also ein bisschen viel mehr, kann man schon sagen. War schon ein bisschen krasser, ne? Also, wenn ihr die drei Sachen noch mit dazu habt, dann macht ihr mal eben das Dreifache an Schaden. Jetzt wollt ihr natürlich noch wissen, wo es diesen Kerzenleuchter gibt. Und da habe ich eine ganz, ganz, ganz schlechte Nachricht, weil den könnt ihr nicht farmen oder irgendwo einfach einsammeln. Dafür müsst ihr die ganze Questline von Patches machen. Die habe ich euch schon mal vorgestellt in einem Video. Das Video einfach in der Videobeschreibung abchecken oder ich mache hier oben noch meine Infocard hin. Und ja, das ist meine Numero Uno, was die Peitschen angeht. Einfach weil die Lava auf dem Boden. Also ihr könnt das halt auch unendlich oft machen. Ne? Guckt mal oben die FP. Es kostet fast gar keine FP. Ihr könnt das einfach spammen. Ohne Ende. Gerade bei größeren Gegnern sehr, sehr gut. Und ja, lasst mir gerne in den Video, in den Videos, in den Kommentaren wissen, wie ihr die Peitsche findet und ob das eine gerechtfertigte 1 ist oder ob ihr vielleicht sogar eine geheim Peitsche noch habt, die ihr noch besser findet als diese. Und lasst mich auch gerne meine Kommentare wissen und auch mit dem Like-Button, ob ihr weiterhin gerne Bild sehen wollt von Elden Ring. Elden Ring gibt es ja jetzt schon 4 Monate, 5 Monate glaube ich sogar schon. Kam im März raus. Ob ihr immer noch so viel Bock habt auf Elden Ring und ob ihr da noch gerne mehr sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Like das Video, abonniert den Kanal und haut rein. Ciao.